Drei Jahre Mietpreisbremse, das ist leider kein Grund zu feiern. Mit so einer kleinen Bremse würde jedes Auto sofort aus der Kurve fliegen. Die Mietpreisbremse ist ein klassisches Alibi-Gesetz, in dem die Überschrift stimmt, aber der Inhalt überhaupt nicht funktionieren kann. Das haben wir als Linke auch gesagt, als die Mietpreisbremse beschlossen wurde. Union und SPD haben alle Warnungen in den Wind geschlagen. Und ich glaube, sie sollte auch nicht funktionieren. Zu groß ist der Druck von Immobilienhaien, ist der Druck der Vermieterlobby, denn sie haben ja ein Interesse an steigenden Mieten. Und deswegen wollen wir als Linke die sogenannte Mietpreisbremse nachbessern. Sie muss flächendeckend und ohne Ausnahmen wirken. Sie muss tatsächlich die Mieten auch deckeln. Und Vermieter müssen bestraft werden, wenn sie sich nicht daran halten. Wir wollen die Mietpreisbremse nachbessern zu einem echten, zu einem funktionierenden Mietendeckel.